Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crafting Idle Clicker. Ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit aufzunehmen. Nichtsdestotrotz mache ich das zumindest mal ganz kurz. Wir machen hier in der Folge einen kleinen Cut. Das kennt ihr ja inzwischen, wenn ihr irgendwie die Idle Games bei mir schon hin und wieder mal verfolgt habt. Und zwar werde ich jetzt halt so 5 Minuten machen, weil ich eigentlich jetzt schon unter der Dusche stehen müsste, weil ich gleich zur Arbeit muss. Aber nichtsdestotrotz, wir haben so knapp 11 Stunden geidelt, na, so 10,5. Man sieht den Cursor gerade gar nicht, ne? Ah, doch, jetzt. So, ich habe so knapp 11 Stunden geidelt, naja, 10,5 irgendwie so um den Dreh. Wir haben damit so rund 36 Milliarden Gold verdient, wenn ich das richtig sehe. Müsste eigentlich. Das heißt, wir könnten theoretisch total ascenden. Reset Progress. Würden jetzt genau 7 Punkte bekommen. Wir gucken nichtsdestotrotz erstmal, was hier noch alles kommt. Wir haben eine ganze Menge mehr freigeschaltet, das wüsste ich zumindest ganz gerne. Nämlich Copper Axe, Copper Blades, das kannten wir schon. Copper Knife kommt dann, okay, interessant. Ah, die Blades teilen sich noch weiter auf. Aus den Blades wird dann Copper Knife und Copper Dagger gemacht. Okay, das ist noch neu hinzugekommen. Dann kommt Tin Ore. Ah, und Bronze wird dann aus Zinn und Kupfer gemacht. Okay. Ist Bronze wirklich eine Zinn-Kupfer-Legierung? Also Bronze ist auf jeden Fall Kupfer, aber Zinn? Na, ich habe davon gar keine Ahnung. Ich würde schon passen. Bronze-Speer, Bronze-Schild, Bronze-Blade, Bronze-Dagger, Bronze-Sword, Kohle, Eisen, Iron-Ingots, Iron-Mace. Okay, da kommt ein bisschen was. Vor allem kostet das hier alles mal E21. Das ist so sowas von außerhalb unserer Reichweite. Iron Blades, Iron Sword, Iron Armor, Iron Claymore, okay. Und Gold. Ja, mit Gold habe ich auch noch fest gerechnet. Und Stahl. Stahl ist auch ganz wichtig. Alright. Newcomer launched the game on 2 different days. Vendor gains bonus. Okay, nice. Ist das permanent? Vielleicht. Creditor 3 sets Money Achievement Offline Production Bonus to 15%. Ah, okay, also haben wir ursprünglich nur 40% Offline Production? Nee, ja doch, ursprünglich 40 und für jede Creditor-Stufe kriegen wir 5% dazu. Also es sind jetzt nicht 15% draufgekommen, weil das war ja in der letzten Folge schon auf 50, sondern es ist quasi nur von 10% Bonus auf 15 gesprungen. So sieht's aus. Okay, wir haben bestimmt einen ganzen Batzen. Ja, wir haben so ein paar Kupferbarren, die verkaufen wir eben nochmal. Dann müssten wir nämlich theoretisch sogar einen Punkt mehr kriegen, glaube ich. Müssten wir jetzt nämlich 8 kriegen fürs Resetten, genau. Das mache ich eben mal. Wobei, mache ich das? Das ist eigentlich total blöd, wenn ich es jetzt wieder eilen lasse, weil ich gleich ganz lange arbeiten bin. Mache ich das ganz ehrlich mal. Oh Gott! Das wird lustig. Da muss ich mir nochmal einen Plan machen, wie ich das mache. Ugh. 1, 2, 3. Ich mache hier auf jeden Fall mal. Und Upgrade. Und Upgrade. Wie viel? 4 pro Cycle, das ist schön. So, dann müssen wir hier noch einen mehr. Das geht auch klar. Das ist so noch nicht hübsch. Das ist so alles Mögliche, aber nicht hübsch. Näh, Mist. Okay, Holz wird wahrscheinlich... Vielleicht müssen wir Holz dann irgendwann mal mehr so ins Zentrum packen, weil wir garantiert Holz noch für ganz viele andere Sachen brauchen werden, wie zum Beispiel der Iron Mace hat bestimmt auch irgendwie einen Griff aus Holz und so eine Späße. Okay, aber das wird produziert und die Copper Blades. Okay, die hätte ich auch noch ganz gerne. Okay, die. Okay, da können wir hier. Dann haben wir 3 über, dann haben wir 6 über. Dann müssen wir hier noch ein bisschen. Das passt. Dann können wir hier auf 4. Und dann müssen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal einen Vendor kaufen, hier einen Vendor dran setzen. Und dann nehmen wir... Achso, die Iron Blades haben wir. Kann ich den Dagger gar nicht mehr machen? Ist der so teuer? Tatsächlich?
kriegen wir. Ich wollte gerade sagen, stell dich mal nicht so an. Okay, den Iron Dagger kriegen wir jetzt nicht mehr produziert. Ich könnte natürlich. Ja, dann mache ich das jetzt so. Dann nehme ich hier noch einen Vendor mit, setze hier noch einen ran. Dann haben wir wirklich an allen Endprodukten jetzt einen Händler dran. Dann kann ich das jetzt schön während der Arbeitszeit einfach laufen lassen. Das ist ganz okay. Und dann mache ich hier einfach einen kleinen Schnitt und entweder nehme ich dann nach Feierabend, also sprich heute Abend weiter auf oder irgendwann morgen, wenn ich wieder dann etwas fitter, wacher, irgendwas bin. Wir sehen uns dann auf jeden Fall mal wieder. Vielen Dank bis hierher und ja, für euch quasi bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Schon ist gut. Ich habe natürlich wieder was vergessen. So, da ist einmal Le Text, Musik und so. Da ist das Spiel hin. So, schon ist gut. 15,5 Stunden sind mal eben vergangen, aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, Reset Progress. Ich könnte jetzt schon für, ja, irgendwie schon. Resetten wir jetzt halt. Ist okay. Kann man machen. Boot ist klar. Irgendwie. Wo habe ich das ganze Geld her? Where did all this money come from? Irgendwie habe ich das Gefühl. Habe ich einen Anzeige-Bug? Nee, habe ich nicht. Habe ich doch. Ich kann mir hier das 200er überhaupt nie leisten. Song schon vorbei. Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum die Musik auf einmal weg ist. Ich glaube, dieses ganze Geld hier oben ist ein Anzeigebug. Oder? Oder bin ich einfach nur gerade hart verwirrt? Ich meine, es ist inzwischen mitten in der Nacht, aber... So, wir müssen auf jeden Fall mal massiv Holz upgraden. Was mir so ein bisschen auffällt, gerade so im Spiel, ist, dass man, ja, also beziehungsweise ich muss vielleicht anders anfangen. Ich bin das eigentlich so gewohnt aus, naja, ich sag jetzt mal, den beiden großen Idle Games, sprich Clicker Heroes und Crusaders, dass man schon erstmal so halbwegs ans Ende geht, was seine Helden angeht. Also was, man kann ja hier so die einzelnen Produkte, nehmen wir es jetzt mal, ja schon irgendwie so ein bisschen mit Helden oder Crusadern vergleichen. Das kommt ja schon ungefähr aufs Gleiche raus. Also nicht nur hundertprozentig natürlich, aber schon im übertragenen Sinne ist das eigentlich schon recht nah dran. Und ja, bei Clicker Heroes ist es ja eben so, dass man zumindest erstmal bis Frostleaf geht im ersten Run. Bei Crusaders ist es ja auch so, dass man auf jeden Fall bis zum letzten Crusader geht. Zwangsläufig, weil der eben die Reset-Ability mitbringt. Und das ist so die Sache. Und hier gehen wir nicht ansatzweise bis zum Ende und haben jetzt irgendwie schon viermal resettet, ich glaube. Irgendwie so um den Dreh. Also das ist, ja, finde ich in der Tat noch ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist okay. Kann man machen. So, ich muss vor allem hier erstmal wieder Struktur reinkriegen. Da muss ein Vendor hin. Dann brauchen wir mehr Pfeile. Dann brauchen wir offensichtlich mehr Holz. Und dann sieht das soweit alles gut aus. Hier hatten wir vier eigentlich, ne? So, Vendor hin. Mehr Holz, deutlich mehr Holz. Aber ohne Witz, die Geldanzeige, die passt auch hinten und vorne nicht, oder? Oder passt die jetzt auf einmal doch? Nee, guck mal, ich habe hier 1 Million und das 250.000 kann ich mir nicht leisten. Irgendwas ist da seltsam. Irgendwas ist da ganz, ganz seltsam, möchte ich behaupten. Aber okay. Also, ich weiß ja nicht. Irgendwas passt da nicht. Aber ja, um nochmal auf die Sache zurückzukommen, dass man hier irgendwie nie bis zum Ende geht, das nimmt, finde ich, so ein bisschen
den Fluss raus, in dem Sinne, dass man halt direkt so, ah ja, cool, jetzt habe ich es eine Weile eideln lassen, jetzt könnte ich eigentlich mal gucken, was ich an neuen Produkten, an neuen Produktionsketten kriege und dann, ja, eigentlich kann ich jetzt auch resetten, weil dann verdoppelt sich mein Profit schon wieder und dann ist halt so, ja, okay, dann mache ich das jetzt vielleicht. So, wir brauchen 16 mal Leder, das ist eine ganze Menge, möchte ich behaupten. Sagen, warum beschwert sich das denn da gerade? Eigentlich müssten wir doch hier massig die Überproduktion haben. Trotzdem, nee, das müsste eigentlich passen. Eins, zwei, zwei. Okay, reicht natürlich vom Geld nicht, aber jetzt. So, ja, irgendwie die Produktionskette wieder aufbauen am Anfang, das ist auch immer noch so ein bisschen frickelig mit immer. Nee, hier was zu, da was zu, das ist immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht. So, wie viel Leder braucht das? Das braucht zwei. Das heißt, wir brauchen noch sechs dazu. Das passt so. Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen erhöhen. Dann können wir hier auf vier erhöhen und einen Vendor dran packen. Dann ist das alles schick. So, inzwischen gehen wir wahrscheinlich langsam in den Bereich, wo wir das, was wir am Anfang zu viel hatten, bald ignorieren können. Warum passt das denn schon wieder nicht? So, da habe ich glaube, das reicht noch gar nicht, oder? Was ich hier gerade veranstalte. Das braucht nämlich 8. Das heißt, wir brauchen schon 24 Überschuss. Okay. Oder? Habe ich es jetzt verschoben? Ist nur kurz gewackelt. Ich glaube, es hat nur kurz gewackelt. Okay. Ach so, das kann ich mir gar nicht leisten. Ups. Keiner gesehen. So, vier Vendor drauf, alle verkaufen. Schön! Das ging jetzt zumindest relativ zügig. Hat jetzt so gut 5 Minuten gedauert. Das ist schon in Ordnung. Die Forschung geht auf jeden Fall zeitlich ganz okay ab. Na gut, irgendwann brauchen wir da auch relativ viele Forschungspunkte, aber Kupfererz. Soweit waren wir letztes Mal auch schon. Und Kupferbarren hatten wir auch, aber dann sind wir weiter irgendwie nicht gekommen. Aber vielleicht jetzt. Gucken wir mal. Das war eben. Die Musik für mich ein bisschen leiser machen. Tja, eigentlich, wir werden wahrscheinlich mehr Kupfer brauchen, ne? Nehme ich an. Ich klicke mal eine Runde. Die Sache ist, wir bräuchten jetzt für den nächsten Reset nur 6 Punkte, theoretisch. Und wir bekommen im Moment schon wieder 3. Also das 4. Ne, so, ich weiß ja nicht. Irgendwie würde das, glaube ich. Also, vielleicht muss ich mich auch einfach erstmal dran gewöhnen. Das ist einfach vom Reset, vom Rundendurchlauf irgendwie ganz, ganz anders. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Vielleicht schon. Bin mir unsicher. So, jetzt können wir langsam mal überlegen, hier noch was reinzupacken. Das wird allmählich ganz schön teuer. Mal kommen auf 80, können wir mal hochgehen. So, das braucht 2 Kupferbarren und ach genau, das war die Holzgeschichte. Ich erinnere mich, die Äxte hatten wir auch schon und dann hatte ich überlegt, ob wir das Holz nicht einfach hier so in die Mitte nehmen. Das wäre nämlich in der Tat mal eine Überlegung wert. Gott, das wird ganz seltsam. Wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal verkaufen. Oh krass, da kriegen wir gar nicht genug zusammen. Das ist ja bedauerlich. So, wir brauchen dann. Moment, wenn wir 4 Äxte machen wollen, brauchen wir auf jeden Fall 12 Holzüberschuss. Da haben wir im Moment gar keinen. Okay, dann können wir hier schon mal auf 12 gehen. Nur zur Sicherheit. Und wir brauchen brauchen wir dann 8 Barren. Das heißt, da müssen wir dann, ja, okay, mit 9. Mir auch erstmal klar, das ist soweit in Ordnung. Hier verkaufen wir mal ganz kurz alles. Da haben wir im Moment 2 Überproduktionen, da werden wir aber garantiert nicht mit hinkommen. Wir müssen hier auf jeden Fall massiv hochleveln. Kann ich euch jetzt schon sagen.
Weil wenn dann nämlich auch noch die Copper Blades dazukommen, wenn die nochmal 4 Barren jeweils brauchen, das wird dann schon nochmal eine ganz andere Nummer. So, aber grundsätzlich... Kann ich das eigentlich verschieben? Nein, kann ich nicht, bedauerlich. So, einmal die Dinger dazu. Da gibt es bestimmt auch noch einen schickeren Weg. Grundsätzlich könnte ich das Holz auch einfach hier hinpacken. Ich werde das wahrscheinlich... Das mache ich wahrscheinlich einfach in der nächsten, beim nächsten Reset dann einmal schick. Mal gucken, wo wir noch überall Holz brauchen. Das sehen wir dann. Im Moment ist mir der Weg hier noch so ein bisschen zu lang. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich könnte das natürlich prinzipiell erstmal so machen. Könnte es auch so machen. Würde auch gehen. Finde ich, glaube ich, vorerst sogar ganz in Ordnung. So, dann müssen wir einmal die Copper Blades hier. Achso, hier muss auf jeden Fall mal A verkauft werden und B muss hier mal ein Vendor drauf. Fällt mir gerade so auf. So, und dann müssen wir hier dringend mal upgraden. Und dringend mal ein paar extra produzieren. Nochmal upgraden. Ist ja nicht so, als hätten wir extra gesagt, wir packen das hier auf 4. Aus Gründen. So, da haben wir eine Überproduktion von 4. Das ist nicht wirklich viel. Hier haben wir eine Überproduktion von 8. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch 2 hochgehen. Haben dann da immer noch eine Überproduktion von 6. Aber warum? Ach so, ja, weil ich auch einfach bescheuert bin. Alles klar. So, da haben wir jetzt plus minus 0. Hier haben wir eine Überproduktion von 28. Warum auch nicht? So viel werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber das können wir uns auch jetzt wieder runterschrauben. Die Sache ist, wir müssten jetzt erstmal auf 7 E9 kommen. Wir würden jetzt 5 Punkte kriegen. Das reicht noch nicht ganz. Aber fast. Und wir kriegen ja einigermaßen zügig. Aber ich würde jetzt in der Tat ganz gern meinen ganzen Spaß hier noch ein bisschen ausbauen. So, du, Kima, kann das bitte hier erstmal alles weggehen? Hans Copper Knife kommen in der Tat. Okay, das ist ein Endprodukt. Ach nee, Moment, das ist ja die Blade und mit der Blade passieren dann noch mehr Sachen. Da möchte ich die Blade, glaube ich, fast hier haben. Das finde ich okay. Wie viele braucht die? Nicht so viele, okay. Gott, das wird hier ganz schön durcheinander gestrickt. Was ich prinzipiell okay finde. Wie viele Barrenüberschuss hatten wir? 27. Okay. Gott, ich kann auch 8 Stunden lang einen Mega-Deal annehmen. Reset Progress. Nein, ich möchte jetzt nicht resetten, danke. Dass einem das auch immer so direkt so hier, jetzt und direkt in den Vordergrund mit Pop-Up. Das ist so ein bisschen so, hätte man das hier oben nicht einfach dann so ein bisschen shiny machen können, das Logo? Hätte das nicht völlig gereicht? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich hätte es total gereicht, aber nun ja, sei mal dahingestellt. Copper Knife und Copper Dagger. Was? Oh Gott, da brauchen wir die Griffe für. Das geht ja dann ganz quer. Okay, dann müssen wir das noch ein bisschen anders machen. So, dann darf das erstmal irgendwie hier so wachsen. Das ist zu weit auseinander, das muss so hin. Okay, ist irgendwie noch nicht so... So, und da brauchen wir dann die Blades und die Griffe und das können wir dann theoretisch hier platzieren. Das werden wir wahrscheinlich noch dreimal über den Haufen werfen, aber... Möchte eigentlich, also wir können natürlich auch einfach einen total wirschen Haufen machen und das irgendwie platzieren.
Aber irgendwie platzieren kann halt jeder. Habe ich eigentlich, warum habe ich hier eigentlich, achso, weil es kein Endprodukt ist. Ich wollte sagen, warum habe ich hier eigentlich keinen Händler drauf, aber. Nein, wir haben eh gleich genug. So, wie viel brauchen wir denn da? Wollen wir so eine brauchen wir da. Aber da brauchen wir dann letztendlich 8. Das heißt, wir brauchen letztendlich 12 hier letztendlich. Wow, das ist mal eine Ansage. Wie viel Überschuss haben wir noch? Ah, mehr als genug, okay. Mehr als genug, möchte ich behaupten. Vielleicht sollten wir auch erstmal genug Dollars sammeln, um uns die Copper Knife leisten zu können. Vielleicht nicht die dümmste Idee. Was ist denn der Mega-Deal? Jetzt muss die Ohr da oben die ganze Zeit blinken. Starter Package. Get 8 Gems every day persistently. Improve all boosters by 50%. Und das kostet mich... Was sind 19 Credits umgerechnet? 1,90 oder so? Ich halt irgendwie... gar keinen Bock drauf. Nein, nein, geh mal weg damit. So, das heißt, ich kann hier aber bei den Händler abziehen. Theoretisch. Würde ich mal behaupten. Könnte zumindest so funktionieren, wenn wir... Ah ja, jetzt... So, hier muss auf jeden Fall der Händler weg. Ach, für das Ding brauchen wir die Griffe noch gar nicht. Ugh. Erst fürs nächste. Okay, dann bleibt der Händler doch erstmal da. Tut mir leid. So, einen haben wir aber nur übernommen. Okay, der geht auf jeden Fall hier hin. Oh Gott, da kommt überhaupt nichts an Land. Hilfe! Erstmal ordentlich Messer, 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 Messer. Doppelmesser-Taktik. Währenddessen läuft links die... links. Oh, währenddessen läuft links die Forschung weiter, ne? Für die Kupferdolche. Die hoffentlich jetzt nicht massiv arschteuer sind. Wie viel Überschuss? Ja, okay, das geht. Wir müssen langsam auch mal anfangen. Ich erhöhe das hier jetzt so lange, bis ich merke, dass bei meinem Geld was runtergeht. Okay. 130 pro Sekunde ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ja, leck mir den Strumpf. Ist doch nicht wahr. Vor allem sind das nicht 250 Dollar, sondern das sind mal eben 250 Milliarden. Crazy shit. So, wie viel würden wir jetzt hier kriegen? Immerhin schon 7 Punkte. Das ist einer mehr, als wir bräuchten. Aber im Moment geht ja noch, möchte ich behaupten. Läuft. So, inzwischen können wir uns auch locker noch irgendwie ein paar Händler leisten. Das geht definitiv. Nicht, dass wir sie gerade dringend bräuchten, aber grundsätzlich, das ist soweit okay. Hier können wir mal eben einen Zwischenverkauf machen. Da auch. So, 12 auf Puffer reicht total hin. So, wenigstens das hier alles ein bisschen angleichen, dass wir nicht zu viel Überproduktion haben oder zu viel über am Ende. Okay, so, jetzt können wir uns auch die Dinger leisten. Und das geht dann mal hier hin. Demzufolge geht hier der Händler runter. Der geht hier drauf. So, wie viele produzieren wir davon? 3 pro Cycle. Ne, 3 pro Cycle haben wir über. Ja, also wir... Moment. Achso, weil einer dahin geht, okay. Ich verstehe.
So, wir brauchen theoretisch noch 6. Nee, stimmt gar nicht. Wir brauchen noch 3 über. Das passt genau. Das hatte ich schon erhöht. Das, ja, tut mir leid. Es ist einfach 14:45 morgens. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Vergebt mir bitte. Und ich habe 11 Stunden gearbeitet. Aber das ist eine ganz andere. Naja, okay. Ich habe auch Pause gehabt. So ist nicht. Aber ich war 11 Stunden auf Arbeit, sagen wir es so. Nichtsdestotrotz brauchen wir mehr Klingen. Wir haben eine Überproduktion von einer und wir müssen in der Tat noch 5 dazu. Das muss auf 6 hoch. Okay, das hier sieht eigentlich alles gut aus. Da ist immer noch massig Überproduktion im Spiel. Gott, was habe ich getan? Ah, okay. Man kann da draufklicken und dann schickt man sämtliche verfügbaren Händler da offenbar hin. Ah, man kann das mit Linksklick und mit Rechtsklick, kann man die Anzahl der Händler erhöhen, sofern schon einer drauf ist. Steht doch da, Klick Left, Right to Change. Und rot wird es wahrscheinlich, wenn man einfach deutlich mehr Händler hat als nötig. Also wenn der zweite Händler oder der nächst mehrere Händler, das ist grammatikalischer Bullshit, aber ihr wisst, was ich meine, wenn der nichts zu verkaufen hat. Also ein Händler kann ja bis zu 4 Items pro Cycle verkaufen und wenn ich eben nur 1 pro Cycle produziere, brauche ich halt keine 2 Händler. Weil dann verkauft der erste halt ein Item pro Cycle, mehr habe ich halt nicht und der zweite steht halt rum, steckt sich den Finger in den Hintern, keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder was der sonst spannend findet. Irgendwie sowas in die Richtung, wir könnten das natürlich theoretisch auch hier hinpacken. Ist das hier so ein bisschen, ich weiß nicht, inwiefern das wichtig und gut ist. Vielleicht lasse ich es auch doch erstmal hier. So, aufrüsten, endlich. Ein bisschen klicken. Muss ja mal Kohle an dann kommen. Ja, ich glaube, viel weiter kommen wir jetzt auch schon wieder nicht. Dann müssen wir jetzt eigentlich auch gleich schon wieder resetten. Weil ich merke, es stagniert hier so ein klein bisschen, was das Einkommen angeht. Ist zumindest nicht so auf dem Level, auf dem ich das gerne hätte, sagen wir es so. So, hiervon verkaufen wir 4, hiervon verkaufen wir 4. Das ist alles gut. Da ist auch keine Überproduktion. Hier ist auch keine Überproduktion. Im Moment hier ist wahrscheinlich Überproduktion von 16. Ja. Wir downgraden hier mal ein bisschen. So, Überproduktion von 1 ist okay. Also nicht, dass wir durch die Überproduktion hier irgendwie viel verlieren würden. So, da laufen wir plus minus 0 rauf. Das ist okay. Und dann können wir. Okay, langsam macht es sich bemerkbar, aber na komm, einer geht jetzt auch noch. Oh krass, das ist. Ach so, das ist durch das Achievement dann mehr geworden, okay. Ja, aber da sieht man auch schon mal, 156 pro Sekunde ist, wenn man 50.000 Punkte Forschung braucht, gar nicht so viel. Da dauert das auch schon eine ganz gute Zeit. Was kann ich denn mit diesen Diamanten später eigentlich machen? Und was ist Expeditions eigentlich? Ascend to Level 6 to unlock. Okay, das könnten wir jetzt quasi schon. Das heißt, das machen wir wahrscheinlich mal in der nächsten Folge. Weil ganz ehrlich, ich gehe jetzt demnächst pennen. Dann kann ich das über Nacht eilen lassen. Dann kriegen wir wahrscheinlich einfach noch einen Punkt mehr. Also wir kommen ja so schon relativ problemlos. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir kriegen im Moment 409. Ja, easy. Also auf 1E12 sollten wir relativ locker kommen. Was brauchen wir für das Zinnerz auch? Da brauchen wir noch Kupfer. Ah, fuck. So, jetzt brauchen wir. Wo ziehe ich das denn jetzt hin? Ugh.
das kann theoretisch auch mal hier. So richtig gleichmäßig sitzt das hier überall nicht dran, ne? Irgendwie hätte ich das gerne, dass das hier und das hier so der gleiche Abstand ist. Vielleicht ist es das auch, aber gefühlt ist es das nicht. Wäre ganz cool, wenn man, also vielleicht kann man das auch irgendwo, und ich weiß es nur nicht, sich hier so ein bisschen die möglichen Setzpunkte, also so ein Raster anzeigen lassen könnte. Das wäre irgendwie nett. So ein bisschen. Aber okay. So, Alternative wäre jetzt, also wenn wir dann noch bald mehr von brauchen, dass wir den ganzen Strang hier in die Mitte verschieben, samt dem Ding, und den ganzen Strang einfach auf die rechte Seite rüberkippen. Es wäre auch irgendwie cool, wenn man einen Rahmen ziehen könnte und mehrere Teile gleichzeitig verschieben könnte und die bleiben dann trotzdem in Formation. Das wäre irgendwie ganz nett. Aber wir können auf jeden Fall Zinn produzieren und Zinn ist super. Glaube ich. Habe ich gehört. So, wir werden auf jeden Fall eine ganze Menge Bronzebarren produzieren müssen, glaube ich. Das heißt, wir können jetzt eigentlich... Naja, brauchen wir jetzt noch gar nicht. Gerade gedacht, wir können schon wieder in die Kupferüberproduktion gehen, aber das ist eigentlich überhaupt nicht notwendig. Ich packe das hier schon mal nach ganz links, dann können wir hier die Bronzebarren so ein bisschen hier so hinpacken. Wobei, vielleicht können wir das auch anders machen. Schauen wir mal. Kommt drauf an, wo wir mit dem Bronzebarren dann hin müssen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Jetzt will ich auch noch überlegen, ob ich das nicht auch... Nicht so richtig schön, aber eine Möglichkeit. Irgendwie funktioniert. Dann kann ich nämlich im Zweifelsfall, wenn wir noch mehr von den Blades brauchen, hier nochmal entspannt hochgehen. Und wenn wir von den Griffen noch mehr brauchen, kann ich hier auch entspannt noch rübergehen. Das funktioniert soweit ganz gut. Mal, irgendwie habe ich die Befürchtung, ja, wobei, das sind ja an sich auch Kupferklingen. Wenn, machen wir vermutlich dann eher Bronze klingen? Weiß ich nicht. Aber selbst dann ist mehr Platz eigentlich nicht verkehrt. So, ich würde mal sagen, wir packen hier einfach mal einen Vendor drauf. Weil ich jetzt pennen gehe und dann kann der über Nacht zumindest den ganzen Kladderadatsch verkaufen. Wir sind hier jetzt bei einer Magnitude von 12. Zwangsläufig steht er ja auch. Das heißt, wir würden jetzt 8 Punkte kriegen. Und theoretisch könnte ich jetzt resetten. Ich sehe es aber so, dass wenn ich jetzt pennen gehe, wir eben locker... Lass mich gucken. Ja, also wir kriegen in 2 Minuten... Also, ja, innerhalb von 2 Minuten kriegen wir ein E12. Das heißt, wir kriegen innerhalb von 20 Minuten kriegen wir schon noch einen Punkt mehr. Und innerhalb von 200 Minuten müssten wir sogar 2 Punkte mehr kriegen. 200 Minuten sind so eine, sind so 3 Stunden 20. Ja, das heißt, bis ich morgen früh aufstehe, haben wir auf jeden Fall locker noch 2 Punkte mehr, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, was ich mitten in der Nacht nicht ausschließen möchte. Aber da kriegen wir auf jeden Fall noch mehr Punkte, das geht definitiv. Dann können wir nämlich resetten für 10 Punkte und haben für das nächste Level, wo wir dann 7 bräuchten, haben wir direkt 4 und dann können wir da relativ direkt nochmal resetten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann können wir da in der nächsten Folge das relativ zügig durcharbeiten und ja, 3 Punkte ist ja schnell gemacht. Also darf man natürlich auch nicht unterschätzen, weil dann natürlich eben das Level noch dann, also wir steigen ja auch im Level auf und so. Aber ja, das können wir dann entspannt nächste Folge mal machen. Ich bin hier unten noch nicht so ganz glücklich. Das ist alles noch so ein bisschen gewurstelt. Und ich befürchte einfach, dass wir später das Holz noch woanders brauchen. Und das ist alles so ein bisschen meh im Moment. Aber gucken wir mal. Ich befürchte auch, dass wir die Dinger trotzdem noch woanders brauchen.
die Hills. Das macht mich im Moment alles sehr unglücklich. Da muss ich mal gucken. Das wird später so ein bisschen so ein Minispiel von einem Wimmelbild. So ein bisschen, wo man so ganz viele sich überschneidende Linien hat und man muss das dann so auseinanderwirren, dass sich keine Linie mehr mit einer anderen überschneidet. So ungefähr läuft das hier auch. Zumindest hätte ich das ganz gerne so und das wird irgendwann, glaube ich, ganz, ganz eklig. Je nachdem, wie viele weitere Produktverkettungen da noch kommen. Gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall erstmal ganz dringend pennen. Das ist, glaube ich, wirklich nötig. Ich bin auch gerade nicht mehr so richtig unterhaltsam. Von daher danke fürs Zugucken erstmal bis hierher. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.